Bei Konstantin Meyer in Goxheim ist zurzeit mächtig viel los. Jeder will jetzt seine Sommerreifen montiert bekommen. Doch einiges gibt es dabei zu beachten. Ganz wichtig, der richtige Luftdruck. Immer wieder stellt Meyer fest, dass Kunden die Herstellerangaben nicht wirklich beachten. Die sind oft im Tankdeckel zu finden. Ja, das kann man hier schön an diesem Reifen sehen. Ich messe den jetzt an drei verschiedenen Stellen. Hier habe ich jetzt knapp 6 mm. Hier auch. Und in der Mitte hat der Reifen nur noch 4 mm. Das bedeutet, der Kunde hat zu viel Luftdruck gefahren bei dem Reifen. Dadurch nutzt er sich mehr im mittleren Bereich ab. Und wir haben halt einen höheren Reifenverschleiß. Und der Reifen liegt nicht so satt auf der Straße, wie dies eigentlich sein sollte. Wer neue Reifen braucht, hat die Qual der Wahl. Viele Pneus mit unterschiedlichsten Labeln stehen zur Auswahl. Doch welcher ist der richtige Reifen für mein Fahrzeug? Der ADAC testet ja jedes Jahr Sommerreifen. Kann ich hier ohne Zögern zuschlagen? Getestet wurde ja nur die eine Reifengröße. Wenn Sie jetzt auf Ihrem Auto eine andere Reifengröße haben, ist dieser Test für Sie schon wieder hinfällig und Sie müssten sich neu orientieren. Außerdem wurde der Dreier getestet, obwohl es mittlerweile schon den Primacy 4 gibt. Vielleicht hätte der sogar besser abgeschnitten. Die Angaben auf dem Label sind übrigens vom Hersteller. Dies sind keine Testergebnisse. Eine Beratung durch den Fachhändler macht hier also durchaus Sinn. Kommen wir zum leidigen Thema Reifendruckkontrollsystem. Bei vielen Fahrzeugen kann am Bordcomputer nach dem Reifenwechsel das System zurückgesetzt werden. Bei einigen Fahrzeugtypen dagegen wird's kompliziert. Hier muss mit einer eigenen Software jeder Sensor am Reifen erfasst und ins System eingespielt werden. Die nicht benötigten Reifen sollten übrigens nicht in der Nähe des Fahrzeugs gelagert werden, denn dann nimmt das Auto ständig Kontakt zu den Reifen auf. Die Folge: Die Batterie in den Sensoren entlädt sich relativ schnell. Dann müssen die kompletten Sensoren getauscht werden. Das ist teuer. Aber wichtig auch, vor dem Wechsel Reifenkontrolle. Am besten, ich hole die Reifen ans Tageslicht und mache erstmal eine optische Kontrolle. Steckt was im Reifen drin? Hat er noch genug Millimeter? Das Alter sollte man überprüfen vom Reifen. Und wir empfehlen, ab 3 mm neue Reifen aufzuziehen, weil er sonst wirklich sicherheitsrelevante Einbußen hat, der Reifen. Auch sollten Sie über den Kauf neuer Reifen nachdenken, wenn diese älter als 6 Jahre sind.